Hallo, ich stehe hier mit dem Daniel von der SRA Hochschule Heidelberg. Hier kann man auch Game Design studieren. Erzählen Sie noch mal ein bisschen über Ihre Hochschule, über die Möglichkeiten, die Studiengänge. Ja, wir sind die älteste private Präsenzhochschule in Deutschland. Sehr, sehr groß, 3200 Studierende, darunter 90 Gamer, 20 Filminformatiker etwa. Und bei uns kann man ganz klassisch wissenschaftlichen Bachelor studieren, Game Development, also nicht nur Game Design oder Modellierung oder so ein bisschen Teilausschnitt aus der ganzen Branche, sondern tatsächlich Game Development von der ersten Idee bis zur Vermarktung in mehreren Tracks. Das heißt, man kann sich überlegen, ob man eher in den künstlerischen Bereich gehen möchte oder ob man eher in Richtung Softwareentwicklung, Scripting, künstliche Intelligenz oder Ähnliches sich bewegen möchte. Das heißt, man hat in diesem komplexen Bereich Spielerentwicklung sehr, sehr viele Spezialisierungsmöglichkeiten und sucht sich seine eigene dann aus. Was sind denn Ihre Erfahrungen der letzten Jahre mit der Industrie? Welche Fachkräfte werden am meisten gebraucht? Die Industrie professionalisiert sich momentan sehr stark. Das heißt, es wird viel Wert gelegt auf eine gute Ausbildung oder ein gutes Studium. Es gibt beide Möglichkeiten, das zu tun. Also man kann ein zweijähriges Ausbildung mit Zertifikat abschließen oder man kann eben auch zum Beispiel ein dreijähriges Bachelorstudium abschließen. Allerdings, man muss eben auch sehen, so wie früher, dass man mit ein bisschen Erfahrung so aus Kindheitstagen, aus der Jugend mal schnell in ein Unternehmen wie Crytek reinkommt, das ist jetzt natürlich nicht mehr, sondern man sollte schon entsprechende solide Ausbildung irgendeiner Art mitgebracht haben. So, und wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt als Studienanfänger und er kann sich noch nicht so richtig entscheiden, er weiß nur, dass er Spiele entwickeln will, welche Spezialisierung würden Sie empfehlen oder wie legt man sich dann am besten fest? Wenn jemand noch nicht ganz genau weiß, in welcher Spezialisierung er will, dann sollte er erstmal allgemein anfangen. Das heißt, erstmal ein gewisses Basiswissen über alle relevanten Aspekte des Game Developments bekommen, um sich dann später überhaupt festlegen zu können. Also von Anfang an zu sagen, du studierst jetzt nur 3D-Modellierung, das geht, glaube ich, an den Interessen der Bewerber vorbei. Und deswegen sollte man sich dort vielleicht noch nicht zu früh festlegen. In einem Studium geht das. Das heißt, man hat erstmal vielleicht ein Jahr solide Grundlagen und dann Wahlpflichtfächer, Praktikum und Ähnliches. In einer Ausbildung wäre es natürlich schwieriger, da müsste man sich von Anfang an entscheiden. Das heißt, da müsste man im Vorfeld auch schon genau wissen, wo man hin will. Alles klar. Also, wenn ihr euch dafür interessiert, schaut mal bei der SRH Heidelberg vorbei. Danke für die Übersicht. Ich wünsche Ihnen und Ihren Studenten viel Erfolg. Ja, herzlichen Dank und heute noch viel Erfolg auf der Gamescom. Dankeschön.